Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Silje. Was ich jetzt Ihnen vorstellen darf, gibt es auch seit letzter Woche als Buch. Vielleicht sehen wir gleich noch das Cover, aber ich will auch gar nicht zu viel Werbung dafür machen. Das Ganze heißt Plattform Europa, letzte Woche im Dietz Verlag erschienen. Also mein Zugang zu dem Thema ist auch ein bisschen so, ich war dieser Analyse des Destruktiven, ich habe mich viel mit Populismus auseinandergesetzt, etwas überdrüssig und habe versucht, das jetzt mal mit einem konstruktiven Vorschlag zu verbinden. Ich glaube, gerade für den Diskurs über Europa ist es auch ganz wichtig, dass wir von der Reaktion auch wieder in die Aktion kommen, also tatsächlich über Reformen von Europa sprechen. Ich glaube, die Brexit-Debatte trägt da momentan sehr wenig kurz vor der Wahl dafür zu. Und deswegen versuche ich mal, die Debatte über Europa auch in eine andere Richtung mitzulenken. Erstmal, ich gehe von der These aus, dass es eine europäische Öffentlichkeit geben muss, sonst wird es eine lebendige europäische Demokratie niemals geben. Heute ist die Öffentlichkeit in Europa, und wenn ich Öffentlichkeit sage, dann meine ich der öffentliche Rahmen, in dem wir über Europa sprechen. Der ist einerseits national organisiert über nationale Mediensysteme, aber auch natürlich zunehmend digital organisiert, das heißt in der digitalen Öffentlichkeit über Plattformen. Ich glaube, dass diese Struktur vor allem auch Populisten und Nationalisten im Diskurs über Europa in die Karten spielt, weil sowas wie ein, ja, europäisches Gemeinwohl als Bewertungsmaßstab in den Debatten mindestens unterrepräsentiert ist, wenn nicht sogar nicht existent. Nochmal etwas weniger abstrakt das Ganze. Also wir hatten ja mal so Projekte und haben sie auch zum Teil immer noch wie Euronews, die über ein europäisches Medium sowas wie europäische Öffentlichkeit schaffen wollten. Die sind entweder auch nicht mehr existent oder sind in der Nische gelandet. Und es gab dann noch so einen zweiten Weg, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen, nämlich über die nationalen Öffentlichkeiten, indem man die europäisiert. Das heißt, dort mehr über europäische Politik spricht. Das klappt auch auf einer quantitativen Ebene. Also wir haben mittlerweile sehr viel mehr Berichterstattung über Europa in den Medien. Das kennen Sie auch wahrscheinlich alle, wenn Sie Tagesschau oder andere Nachrichten schauen. Da sind so zwei, drei Meldungen über die EU-Kommission, was die vorgestellt hat, auch gar nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt keine wirkliche Europäisierung dieser nationalen Öffentlichkeiten auf einer qualitativen Ebene. Und damit meine ich zum Beispiel, wie viele Sprecher auch aus anderen europäischen Ländern vorkommen. Und da gibt es auch eine interessante Studie zu von dem Medienwissenschaftler Andreas Hepp. Wie wird eigentlich europäische Politik, in welchem Kollektiv wird das gedacht? Und es wird vor allem sehr stark in dem nationalen Kollektiv wir Deutsche gedacht und nicht in dem Kollektiv wir Europäer. Also sowas wie die Europäer, wir Europäer, kommt im Grunde als Kollektiv in der Berichterstattung ganz wenig vor. Und das heißt im Übrigen natürlich andersrum auch, dass das Kollektiv des Nationalismus und der Nationalisten, nämlich wir Deutsche, wir Polen, wir Ungarn, wir was auch immer, eben ja dort sehr viel präsenter ist und meines Erachtens dadurch so ein Vorteil eben in der Debatte für Nationalisten und Populisten entsteht einerseits, andererseits aber auch dadurch, dass dieser Diskurs in der digitalen Öffentlichkeit zunehmend stattfindet, denn da, das haben wir ja gerade gehört, wird Öffentlichkeit nochmal ganz anders organisiert, auf den privaten Plattformen eben vor allem nach einem Geschäftsmodell der Aufmerksamkeitsökonomie, weniger nach den Regeln des demokratischen Diskurses, also Emotionen schlägt da alles. Das ist ein zweiter Grund, warum Öffentlichkeit und öffentliche Debatten, glaube ich, Nationalisten und Populisten in die Hände spielen. Ich möchte trotzdem sozusagen, oder mein Vortrag richtet sich trotzdem an den digitalen Raum, weil ich glaube, dass wir da eigentlich einen Zustand momentan haben, den wir vorher nicht hatten in den klassischen Mediensystemen. Also über die Plattformökonomie, über diese Infrastruktur der digitalen Öffentlichkeit in Händen privater Plattformen haben wir eigentlich so einen Zustand, wo die Öffentlichkeit der Öffentlichkeit abhanden gekommen ist. Also eine rein privatisierte Form der Infrastruktur. Das hatten wir oder das haben wir in den klassischen Medien nicht. Da haben wir eine Dualität zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Medien. Und ich halte diese Dualität für ein eigentlich sehr kluges System, weil wir da einen Ausgleich schaffen können zwischen sowas wie Information und auch Unterhaltung. Und ich schlage vor, dass wir diese Dualität
in den digitalen Raum übertragen. Deswegen schlage ich die Plattform Europa vor. Das soll eine öffentlich-rechtlich getragen und finanzierte digitale Plattform sein. Ich stelle mir vor, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Europa da zusammen kooperieren, um das aufzugleisen. Es gibt ja auch sowas wie die Europäische Rundfunkunion, wo sich diese Öffentlich-Rechtlichen aus Europa auch treffen und bereits im Dialog miteinander sind. Das Ganze kostet natürlich Geld, aber ich glaube, die Finanzmittel könnte man akquirieren, unter anderem durch eine europäische Digitalsteuer, die ja schon in der Diskussion ist, wo ja die großen privaten Digitalkonzerne wie Google, Amazon und so weiter dazu gebracht werden sollen, angemessene Steuern zu zahlen in Europa, was heute nicht der Fall ist. Und es gibt da Berechnungen von einigen Thinktanks, dass so eine Digitalsteuer 4 bis 5 Milliarden einspielen würde. Also das könnte schon so eine Plattform, denke ich, weitestgehend finanziell tragen. Stellt sich natürlich die Frage, warum sollten Menschen so eine öffentlich-rechtlich finanzierte Plattform überhaupt nutzen? Das ist ja nicht ganz, liegt nicht auf der Hand, dass man sich irgendwie jetzt in seinen Gewohnheiten für die Kommunikation verändert. Besserer Datenschutz ist sicher ein Argument, aber vielleicht auch nicht das schlagende Argument für alle Menschen. Ich glaube, da muss man realistisch sein. Es braucht auch einen ja wirklich praktischen zusätzlichen Mehrwert für die Menschen. Und ich glaube, wie man dann sozusagen rausfinden kann, was dieser Mehrwert ist, da kann man durchaus was von der Tech-Branche lernen, weil wenn die ein neues Produkt, eine neue App entwickelt, dann fragen die zuerst einmal die potenziellen Nutzer, also die Zielgruppe, und binden sie eigentlich direkt in die Entwicklung ihrer Produkte mit ein. Das ist ein Ansatz von Bottom-up und damit auch ja, für die EU vielleicht mal was Neues oder für Europa, was vor allem bisher eben top-down konstruiert wurde. Aber ich glaube, so ein Ansatz, also sozusagen eine Einbindung der potenziellen Nutzer wäre interessant. Nichtsdestotrotz mache ich in meinem Buch auch einen Vorschlag, welche Bereiche ich so als Basisausstattung sehen würde. Da würde ich mir einmal sowas wie ein europäisches Nachrichtenangebot vorstellen, also ein europäischer Journalismus, der über europäische Themen aus einer europäischen Perspektive berichtet, also mit Journalisten aus allen europäischen Ländern. Man könnte sich auch sowas vorstellen wie europäische Talkshows, wo das Personal aus den EU-Institutionen dann zu Gast ist, aber tatsächlich sowas wie eine europäische vierte Gewalt. Als zweiten Aspekt oder zweiten Bereich stelle ich mir ein Unterhaltungs- und Kulturangebot vor. Wir haben heute in Europa eigentlich eine sehr starke Förderung der Abbildung nationaler Vielfalt. Das finde ich auch total wichtig, dass man die nationale Vielfalt in Europa abbildet und zur Geltung bricht. Aber wir haben eigentlich nicht so etwas wie die Abbildung eines European Way of Lives. Und den gibt es ja mittlerweile auch. Also wir haben in Brüssel leben sehr viele Europäerinnen und Europäer zusammen. Wir haben so etwas wie Erasmus, wo sich Europäerinnen und Europäer begegnen. Und ich glaube, so etwas könnte man auch in Unterhaltungsangebote überführen. Man könnte Serien produzieren, ein House of Cards aus Brüssel, eine europäische Kochshow, eine Reality-Show über einen Interrail-Trip. Also da gibt es, glaube ich, Ideen. Ich stelle mir als dritten Bereich Tools für die politische Partizipation vor und als vierten Bereich noch sogenannte Apps, also Services, wie tatsächlich alle Europäerinnen und Europäer von der europäischen Integration profitieren können. Es gibt noch nicht mal sowas wie ein europäisches Jobportal bisher, was wirklich in allen Sprachen funktioniert. Und da wird sowas wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit einer der größten Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger eben wirklich schwer umsetzbar. Es soll keine Plattform zur Beklatschung europäischer Politik werden, das ist mir ganz wichtig, sondern wirklich ein Raum auch, wo Kritik geäußert werden kann, wo Politik sich rechtfertigen muss. Und das ist erstmal mein Vorschlag. Hier mache ich einen Punkt und beantworte gerne noch Fragen. Wenn es die gibt. War das 2-Minuten-Schild gerade für die Redezeit oder inklusive? Okay, hier vorne her. Ich frage mich zum einen, warum es solche Angebote auch in den klassischen öffentlich-rechtlichen Medien nicht schon längst gibt. Das wäre für mich ein genuiner Auftrag öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das wird seit Jahren oder Jahrzehnten im Grunde genommen vernachlässigt. Also diese Diskussion um europäische Öffentlichkeit ist ja nichts Neues. Und zum anderen würde ich jetzt, was die
sozialen Netzwerke und das die öffentlich-rechtliche Konstruktion anlangt, einfach nochmal zurückverweisen auf das, was wir heute Vormittag in diversen Vorträgen und Arbeitsgruppen gehört haben. Ich fürchte, der Zug ist einfach abgefahren. Mit Ungarn und Polen können Sie und mit den Italienern können Sie in der momentanen Konstellation sowas nicht machen, so notwendig wahrscheinlich eine europäische Suchmaschine und auch ein europäisches soziales Netzwerk unter Gemeinsinn-Perspektiven wäre. Ich setze da jetzt mal ein Fragezeichen, weil ich von Ihnen gerne ein Statement dazu hätte. Völlig klar. Also ich glaube, auch wenn man sowas erstmal mit einer Allianz der Willigen machen würde, was ich glaube, gibt keine Alternative dazu, dann wären wahrscheinlich Länder wie Ungarn und Polen, also deren entsprechende Rundfunkanstalten nicht dabei. Aber ich glaube, trotzdem könnte hier Europa dann einen Mehrwert schaffen für die Öffentlichkeiten in diesen Ländern, weil wir haben ja de facto keine objektive und kritische Berichterstattung in Polen und Ungarn mehr. Da ist viel mittlerweile gleichgeschaltet an Medien. Das heißt, hier könnte Europa auch einspringen mit einem Informationsangebot, was eben europäisch organisiert ist, wo es eine Berichterstattung aber noch ja, wirklich gibt, was unabhängig ist und eben nicht unter der Kontrolle einer nationalen Regierung steht. Also ich glaube, da könnte Europa quasi auch einspringen für das, was national nicht mehr funktioniert. Das wäre meine Vorstellung. Da hinten gab es, glaube ich, noch eine Frage. Ja. Frage/Vorschlag. Soziales Netzwerk haben Sie jetzt nicht genannt. Wäre es denkbar zu sagen, soziales Netzwerk ja, aber dann mit Kompatibilitätszwang zu Facebook? Weil anders kommt man natürlich im Netzwerkeffekt nicht herum, aber dass man sagt, wir machen jetzt europäisches Facebook-Klon und der muss dann, man muss da Freunde auch in Amerika haben dürfen. Also ich will keine Exklusivität für Europäer hier schaffen, aber ich denke erstmal nicht so sehr in Dimension eines sozialen Netzwerkes, sondern also ich glaube schon, dass es sowas wie Interaktion zwischen Bürgern geben sollte. Und zum Beispiel, wenn ich über politische Partizipation spreche, dann meine ich zum Beispiel, dass es einfacher sein müsste, dass sich Bürgerinnen und Bürger für eine europäische Bürgerinitiative organisieren können. Das fällt heutzutage eher noch schwierig. Und da müsste dann natürlich eine Interaktion zwischen Nutzern auch wirklich stattfinden, aber es sollte meines Erachtens keine Facebook-Kopie sein, weil damit würde man niemanden anlocken. Also dann, glaube ich, zählt dieses Argument oder dann wiegt dieses Argument mit dem besseren Datenschutz, den man da anbieten kann, glaube ich, nicht so schwer, als dass man da wirklich die Massen hinbewegen könnte, sondern müssen wirklich genuin neue Bereiche sein und sowas wie eine Stärkung und ein besseres Angebot zur Beteiligung an europäischen politischen Prozessen würde ich da als ein zusätzliches und neues Angebot sehen. Hier ist noch eine Frage. Haben Sie sich auch Gedanken gemacht über die Sprache? Die Frage kam gerade gar nicht von mir, aber ich habe sie mir auch gestellt. Habe ich ja. Mir auch gestellt, als ich das Buch geschrieben habe. Ja, das Interessante ist ja, das wird immer so natürlich als die unüberwindbare Hürde für europäische Öffentlichkeit gesehen. Und das ist es wahrscheinlich auch lange Zeit gewesen. Mittlerweile kann uns aber Technik auch ganz gut dabei helfen. Also künstliche Intelligenz wird heute schon in Apps eingesetzt, damit Leute mit verschiedenen Sprachen miteinander kommunizieren können. Zum Beispiel im Facebook Messenger in den USA können Hispanics auf Spanisch schreiben und es wird automatisch ins Englische übersetzt. Das ist da total hilfreich, weil es eine Hispanic Community gibt oder innerhalb der Hispanic Community ungefähr 15-20% gibt, die kein Englisch sprechen, aber in den USA leben, sich aber dementsprechend nicht unterhalten können mit ihren Mitbürgerinnen und Bürgern. Also es gibt schon diese auch Realtime-Live-Übersetzung, die ist wahrscheinlich noch nicht völlig ausgereift, aber ich glaube, das wäre ein Bereich, wo Europa auch rein investieren sollte, in diese Weiterentwicklung der Übersetzungstechnologie, um eben diesem Sprachenproblem in gewisser Weise ein bisschen Herr werden zu können. Technologie ist, glaube ich, immer nur ein Hilfsmittel, nie die Lösung selbst, aber ich glaube, das wäre zumindest mal ein Ansatz, anders über dieses Problem der Übersetzung nachzudenken. Und jetzt wird mir angezeigt, dass ich keine Zeit mehr habe. Schade. Also gerne dann später weiter. Danke.